Der hat 70. Was ist da los? Grüß euch benannt. Grüß euch von der wunderschönen Donau bei Traumwetter. Bei Traumwetter, genau, du sagst das. Es rinnt seit wir da sind. Ja. Unglaublich. Aber ist egal, jeder kann man sich nicht aussuchen. Wir sind trotzdem draußen nicht, wir haben Zeit alle, wir sind motiviert. Und wir fischen. Genau, wir haben den Moritz heute dabei. Genau. Das ist ein ganz besonderer Ausflug heute, weil nämlich der Moritz mich vorher auch schon interviewt hat für das Mostviertel Magazin. Und da seht ihr dann vielleicht noch ein paar Ausschnitte. Wie alt warst du mit dem ersten Fisch? Ich war, glaube ich, so 5 ungefähr, wie ich wirklich das erste Mal einen Fisch gefangen habe. Auf einer Röhre war mein erster Fisch im Glas. Ja, und gefischt haben wir natürlich jetzt auch schon ein wenig am Zahn da. Es ist nur so, dass es wirklich kalt und ungut ist. Und wir uns ausgemacht haben, dass der Moritz ein anderes Mal wieder mit uns mitfährt, wo es wieder besser passt, wo wir mehr Freude vielleicht dann beim Fischen auch noch haben. Deswegen wird der Moritz aussteigen und bald wieder kommen, wenn es wieder passt. Und wir werden weiter fischen. Vielleicht sogar seinen ersten Hechtfanger bei der nächsten Ausfahrt. Genau. Vielleicht. Wir werden weiter fischen, da im Forstgut Hasenöhrl im Übrigen. Das ist ja ein Revier im Mostviertel. Ja, genau. Und schauen, ob wir vielleicht noch irgendeinen Fisch fangen. Weil dann wird es nämlich auch ein Video geben. Ganz genau. Also, Petri. Moritz. Petri. Und bis Petri. Spätri. Bis, was? Ich schwöre es. Wieder. Alter, geil. Wieder. Boah, brutaler Biss. Ein brutaler Biss, mein Freund. Und da sitzt? Zweimal. Alter, Bruder. Einmal auf den Riesenkäder. Kein Scheiß, Alter. Aber so ein Biss. Zander. Kompletter Zander. Hast du kein Ding oben? Nein, habe ich nicht. Genau. Halt quasi, genau. Aber richtig. Einmal so angeschoben. Da haben wir schon gedacht, das war jetzt Biss. Habe ich dann gesagt. Und da bam, kommt der Hund wieder. Weil der fischt den Keder weiter mit einem gescheiten Haken und einem gescheiten Ding. Normalerweise bin ich schon auf Hype, aber ich habe was anderes sieht. Posten! Das war der Fisch. Jetzt aber nichts Ding, gell? Das war der. Ah, oh, das war der! Aber der war es. Der war es fix, weil der war genau der. Ja, sicher war das. Ja, das so ein kleiner Hecht, das hätte ich auch nicht geglaubt. Ja, trotzdem, Petri, oder? Hey, geil. Immerhin. Ja. Nein, ja, 100 Brot, ja. Ja. War selbe Biss gewesen. Ja, war's. Bin mir sicher, dass das ein Fischkontakt war. Ob es ein Raubfisch war, weiß ich nicht. So ein Schnopperer. Über den Fisch. Alter, jetzt hast du. Aber einen richtig guten. Aber einen richtig guten. Jetzt hast du. Das ist ein richtiger guter. Dann hat der bei mir angelassen. Das ist ein richtiger guter Fisch. Mann. Das ist jetzt kein Schnee. Na, unvorstellbar. Unglaubliche. Ja, hey. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fischen da jetzt, glaube ich, seit Viertelstunde gefühlt. Ich habe jetzt da meinen 10. Wurf zu mir gemacht. Habe zuerst einen kleinen Hechten schon gefangen. Einen richtig kleinen. Weiß ich nicht, 50 Kilometer nicht einmal gehabt, glaube ich, dann haben wir gleich wieder zurück da
Und jetzt kriege ich da, weiß ich nicht, 3-4 Wurf später einen richtig guten Biss. Bei dir hat es erst, glaube ich, angeklopft einmal oder auch einer von dieser Gruppe. Und jetzt schaut sich mal den geilen Zahn da an. Der passt damit gar nicht schlecht. Richtig gut benannt. Ah, schön. Ein schöner Zahn da. Ein richtig schöner Donauzahn da. Schöner Fisch, mach. Geil. Bitte, Mann, ist der geil. Jetzt tue ich ums Blau noch weg schon her. Dass das immer bei mir Blau drauf sein muss. Ah, so ein schöner Fisch. Geil. Der hat gute 60, 63. Irgend sowas, ja. Knapp drüber, coole aber wissen jetzt auch nicht mehr so wurscht. Coole Sache, Petri. Jawohl. So, eine wieder damit, oder? Mhm. Sehr. Der Peter. Yes, yes. Das gibt's ja nicht. Fetter Zander. Wieder Alter. Das gibt's ja so nicht. Ein fetter Fisch. Was so ein Biss. Alter, wird der alter Falter. Ein Biss. Aber das kann ja der Rind verdanken, weil das ist boah, nur besser. Alter, Vater. Was ist denn das? Das haben wir jetzt da. Aber das ist ja Wahnsinn. Alter, der hat, Alter, der hat 70. Der hat 70. Der hat 70. Was? Was ist da los? Ich hab den Biss, ich hab den Ruden gehabt. Hast du das gesehen? Fuck. Hast du das gesehen? Ja, das hab ich gesehen. Oder den Zahn da. Ist der geil. Schau dir den Zahn da, Alter. Wunderschön, Alter. Wunderschön. Das gibt es nicht. Erzähl's nachher, wenn du den released hast, das was Sache ja ist. Nicht. Müssen messen gar oder? Ich hab gesagt, genau 70, sagt er. 35, 34, drüber 69. Auf. Ja, genau, circa mhm. So. Nein, die Schnauze ist weiter drunter, der hat 70. Ja, dann hat er 70. Genau, aber. Wunderschöner Fisch. Oh, Alter. In der kurzer Zeit 3-4 Wurf, 65 und 70. Machst du schon ein Büdel? Boah, traumhaft. Alter, so ein Zander. Im Kicken. Wahnsinn. Ja, 100 Rando. Danke, Alter. Bitte, danke. Am Angeln. Und ja, wir werfen sie die Finger wund. Ehrlich gesagt. Aber es regnet nicht mehr. Und das ist gut so. Also werden wir jetzt noch sicher ein, zwei Stunden fischen wir schon noch. Das drückt man schon noch durch. Oder? Aber irgendwie ist gerade ein bisschen der Ofen aus. Aber irgendwie sind wir ein bisschen verwöhnt da. Weil. Du bist verwöhnt. Ja, wenn es den 10 Minuten, Viertelstunde. Aha. Drei Fisch fangst und dann kommt nachher gar nichts mehr, das ist mir dann mal verwöhnt. Schreibt es mir in die Kommentare, habt ihr es auch schon mal als ein Szenario gehabt, dass irgendwo immer schon hinfahrt, dort eigentlich relativ wenig fangt und dann kommt es einmal hin und innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten fangt es einfach einen Haufen Fisch. Schreibt es mir in die Kommentare, ob das wer kennt. Ich kenne es schon, aber das passiert so circa alle
5 bis 8 Jahre mal, oder? Ich habe mir unsere YouTube-Statistiken angeschaut und habe festgestellt, dass bei den letzten Videos ungefähr 70% der Leute, die unsere Videos geschaut haben, nicht einmal auf den Abo-Button gedrückt haben. Das heißt, 7 von 10 Leute haben ein Video geschaut, auch ganz geschaut, aber haben uns kein Abo geschenkt. Und wir freuen uns natürlich über jeden Viewer, jeder, der sich das Video anschaut, unser Like geschenkt und so weiter und so fort. Aber was uns richtig nach vorne bringt, quasi, sind Abos. Deswegen würde ich euch bitten, und ich glaube, ich spreche da im Namen von Danny und von mir und von uns alle, dass ihr einfach auf den Abo-Button klickt und auf die Glocken idealerweise noch, weil dann kriegt ihr sofort mit, wenn wir ein neues Video haben, weil einfach jeder YouTube-Channel irgendwie an der Abo-Zahl gemessen wird und nicht nur an die einzelnen Videos, wenn er mal 10.000, 20.000 Views hat. Genau. Würde ich euch bitten, darf mich freuen. Und jetzt hoffe ich, dass wir noch einen Zander fangen. Oder so. So Leute, letztes Licht für heute. Am Handy schaut es vielleicht nicht so aus, aber es ist so, es ist nicht mehr ganz so hell. Und wir fischen da jetzt noch in der Dämmerung. Andi ein bisschen vertikal. Du gar nicht. Ich fange gleich wieder das Werfen an, doch. Schaut an. Und was das für ein geiler Tag war heute unterm Strich. Am Anfang war es ein bisschen zach, weil es wieder gar so schier war. Und es hat wirklich so viel gepisst und so viel geringt, dass wir wirklich bis auf Unterhosen nass waren. Und jetzt haben wir eine richtig coole Abendstimmung. Eine richtig coole Abendstimmung, wirklich. Und ja, zwei richtig schöne Fische in dem Boot gehabt. Das war ein absoluter Wahnsinnstag für mich heute. Leute, bitte, vergesst es nicht. Schaut vorbei. YouTube, das kommentieren fleißig, das hat uns wirklich mega gefreut. Wie schon zuerst erwähnt, war's cool. Lasst ein Abo da, das uns weiterhelfen. Und es hilft euch weiter, weil es tut einfach die Glocken, ihr seid immer up to date. Schreibt es uns, schaut vorbei, Instagram, Facebook, TikTok, haben ab und zu ein Video raus. Das hat uns gefreut, hat uns da liked oder auch einen Kommentar lasst. Und dann, in diesem Sinne, sehen wir uns beim nächsten Video. Petri. Tschüss.